Hört euch diesen Scheiß hier mal an. Aktuell in Israel, es gibt sehr, sehr viele deutsche Staatsbürger, die gerne raus möchten. Jetzt haben die Lufthansa und andere Airlines ihre Flüge komplett gecancelt. Polen, Italien, Spanien, Österreich setzen Militärmaschinen ein, um ihre Landsleute auszufliegen. Warum macht Deutschland das nicht auch? Zum einen beschreiben Sie gerade, und das ist ja das Prinzip des Terrors, an so vielen Baustellen zu zündeln, dass alles übereinander kommt. Wir waren auch sofort mit dem Krisenstab dran, zu priorisieren, wen können wir als erstes rausholen. Die Länder, die Sie aufgezählt haben, haben nicht so viele eigene Staatsangehörige da. Bei uns sind es über 100.000. Und deswegen haben wir priorisiert. Wir hatten etliche Schulklassen vor Ort, also Kinder, Jugendliche ohne Eltern, dass wir die als allererstes rausholen können. Einige zum Beispiel über Jordanien. Wir haben unverzüglich mit den deutschen Airlines gesprochen, dass sie ihre Flugverbindungen wieder aufnehmen. Ja, Frau Baerbock, aber das machen aktuell ja keine deutsche Airline, macht das aktuell. Deswegen nochmal die Frage, warum setzen Sie nicht wie andere Staaten auch Militär ein, Militärmaschinen? Weil wir angesichts der Situation, dass wir viel, viel mehr Menschen rausholen müssen, können wir nicht eine Militärmaschine schicken. Deswegen haben wir uns zuerst um Kinder und Jugendliche gekümmert, die ohne Eltern da waren. In so einer Situation muss man angesichts der Zahlen Prioritäten setzen. Sie sagen, Sie müssen so viele herausholen und deswegen können Sie einfach gar nicht richtig anfangen, etwas zu tun. Das doch, kann auch nicht angefangen der richtige bei, Sinn nein, nein, nein. Sein. Da würde ich jetzt drum bitten, gerade in so einer Krise jetzt nicht plakativ einem das Wort im Mund umzudrehen. Wir haben priorisiert und angefangen bei den Kindern und Jugendlichen. Einige wurden über Island ausgeflogen, andere sind nach Jordanien mit dem Bus gebracht worden, von dort ausgeflogen. Wir haben mit den unterschiedlichen Chartergesellschaften gesprochen, dass die ihre Ticketsbuchung umleiten über andere Länder. Okay. Und wir sind mit Hochdruck dran, dass die deutschen Airlines wieder fliegen, dass das die deutschen Airlines das eingestellt haben, Baerbock, anders als andere Airlines. Das haben wir Airlines. Verstanden, aber der das Punkt ist, dass wir... Besondere Herausforderungen absolut, gestellt. Das verstehen wir total. Uns erreichen allerdings auch die ganze Zeit Nachrichten von flehenden Deutschen, die zum Teil am Flughafen sitzen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich frage deswegen noch einmal, an den Einsatz der Bundeswehr ist zur Evakuierung nicht gedacht, korrekt? Wir haben Evakuierungsflüge mit anderen Fluggesellschaften auf den Weg gebracht. Wir haben durch die Krisenhotline diejenigen, die am Flughafen sind, konnten sich bei und an uns wenden. Flugverbindungen vermittelt. Man musste dann umsteigen bei einigen Strecken. Ich verstehe, dass das eine furchtbare Situation ist. Aber wenn Sie 100.000 Anrufe gleichzeitig haben, dann müssen Sie priorisieren, wo Sie anfangen. Und das Effizienteste war es für uns, die Ticketverbindung direkt dann zu buchen, bei anderen Airlines mitzufliegen, als die Option, die Sie jetzt dargestellt haben. Sagt die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen. Frau Baerbock, vielen Dank. Danke ebenso.